Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamer da draußen. Ich bin es wieder, euer Generation Gamer G6. Und heute möchte ich euch mal ein kleines Gameplay-Video zu Splinter Cell Blacklist auf der Wii U präsentieren. Nachdem ich ja schon ein kleines Unboxing quasi online gestellt habe. Und ja, ich suche jetzt mal eine kleine Abwechslung nach den ganzen GTA-Gezocke. Und ja, jetzt habt mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Jetzt wollte ich unbedingt mal Splinter Cell Blacklist selbst ausprobieren. Ich habe mir einige Let's Play Parts schon bei meinem lieben und netten Let's Play Kollegen Gortag LP angeschaut. Und ja, nachdem ja eigentlich der primäre Fokus jetzt darin liegt, dass ich mir dieses Spiel, das Online-Multiplayer-Modus wegen gekauft habe, um es mit Gortag dann mal ja auch online auszuprobieren, möchte ich das Spiel natürlich auch offline im Singleplayer durchzocken. Ein ganzes Let's Play werde ich aus zeitlichen Gründen nicht bereitstellen können. Dennoch möchte ich natürlich gerne einige Impressionen aus Splinter Cell Blacklist euch nicht vorenthalten. So, jetzt starten wir das allererste Mal Splinter Cell Blacklist. Wir drücken die Start bzw. Plus. Jetzt wird erstmal mit Uplay verbunden. Wie es auch nichts anderes zu erwarten war bei einem Ubisoft-Spiel. Und ja, wie gesagt, jetzt Moment. Okay. Alles klar, auswählen. So. Jetzt möchte ich ganz gerne euch mal den Beginn des Spiels zeigen. Etwas Gameplay-Material. Ich werde auch nochmal Gameplay-Material zur Verfügung stellen, indem ihr auch das Gamepad nochmal sehen könnt. Quasi ein Bild-in-Bild-Feature, um auch nochmal die speziellen Fähigkeiten und Features des Gamepads euch dann nochmal präsentieren zu können. Jetzt aber erstmal der Einstieg zu Splinter Cell Blacklist auf der Wii U. Jetzt schauen wir uns dieses Intro mal an. Wir werden jeden von euch Bastarden finden und erledigen. Amerika wird euch holen. Unnötig, General. Wir kommen freiwillig. Ja, da geht's auch schon gleich gut los. Und da haben wir ihn, unseren Protagonisten, Sam Fisher. Nicht während dieser Nummer. Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. Danke, ja, und jetzt? Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwei ein Problem. Steck ein. Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Hey, sorry, ich habe das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Tja, endlich mal einer, der mitdenkt. Sam. Ja gut, man konnte es natürlich mal probieren, also von daher. Nun gut. Upload. So, wir müssen natürlich die Blacklist stoppen. Darum handelt es sich überhaupt in diesem gesamten Spiel. Eine Organisation, die wir aufhalten müssen. Es geht los. Bauer bereit. Und ich bin nicht der allergrößte Splinter Cell-Experte. Ich habe auf dem PC mal, ich bin mir nicht mehr sicher, welcher Teil es war. Es könnte sein, dass es Chaos Theory war. Ist noch was? Zwischendurch mit Sicherheit mal eine nette Abwechslung. Auch dieser Schleichshooter, dieses. Nein, das dann doch mal heißt etwas nein. Andere Genre, auf die Basis zu hacken, wir sind Stelle von Gäste. Battlefield, Call of Duty, so etc. Mal eine nette Abwechslung und ja, mir gefällt's. Und ich lasse mich jetzt mal überraschen, wie dieses Spiel auf der Wii U geworden ist. Ich hab's. Codes für Bunkeranlage F, Gültigkeit 40 Tage. Lass ihn. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv. Okay, also die Blacklist ist aktiv. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis. Wir bitte warten jetzt auf unsere Starterlaubnis, auf unser Go sozusagen. Schrott gekauft? Das Funkgerät ist klasse. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis für Hubschrauberlandeplatz. Scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Ach, egal, wir hängen. Scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach voll dringend zu McGowans Pokerpartie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahle?
So, und der nette Kollege hier scheint auch hinüber zu sein. Zumindest sieht er jetzt nicht mehr ganz so gut aus. Boah, wir ignorieren das Go jetzt einfach mal, fliegen einfach mal los, von daher auch sympathisch. Team Bravo melden. Bravo bereit. Los. Ja, und ich bin mal wirklich gespannt jetzt, wie das Ganze sich jetzt gleich steuern wird, wie es dann nachher auch im Spiel aussehen wird. Und ja, das geht ja schon richtig gut los. Das sieht nicht wirklich gut aus. Mayday, Paladin Zero Two, wir schmieren ab! Festhalten! Also von der Inszenierung her schon sehr beeindruckend. Macht auf jeden Fall schon was her und ja, jetzt scheinen wir hier irgendwo im Nirgendwo zu sein. Irgendwo in so einem abgelegenen Graben hier. Aber wir leben noch und das ist schon mal die Hauptsache. Schwing den Hintern. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Hilf mir, ich sitz fest. Das Satellitentelefon. Ja. Scheiße, was ist da los? Alles okay? Sind abgestürzt, aber uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich versteck mich mit meinem Laptop unter einem LKW. Alle Funkfrequenzen sind ausgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte komm. Okay, also jetzt werden wir wahrscheinlich so einen Störsender hier deaktivieren müssen. Ja. Wenn wir denn mal hier rauskommen würden. Die Hunde benutzen unsere Störsender. Jo, prima. Wie kommst du darauf? Wird's genauso machen. Ja, und das finde ich auch ziemlich cool. Also der Übergang zwischen Cutscene und Ingame. Also grafisch ist es doch wirklich sehr gut. Also zumindest jetzt so die ersten Bilder, die ich hier sehen kann. Und gut, es ist natürlich jetzt auch schon eine längere Zeit her, seitdem ich mal ein Splinter Cell gezockt habe. Aber das sieht auf jeden Fall von der Inszenierung her hier schon ziemlich cool aus. Und jetzt scheint uns hier gleich die ganze Umgebung um die Ohren zu fliegen. Okay, also jetzt haben wir quasi, oder jetzt mussten wir hier auf den linken Analogstick einmal kurz raufdrücken, damit wir hier in die Schleiche, beziehungsweise in eine geduckte Position gehen können. So, mit A klettern wir jetzt über diesen kleinen Vorsprung jetzt hier hoch. Folgen ganz unauffällig. Weg, mich daneben. Ja, und der Kollege hatte nicht ganz so viel Glück wie wir. Okay, alles klar. Schnell, gib mir mal einen Schubs. Okay, dann wollen wir hier mal eine kleine Hilfestellung geben. Okay, wir drücken die A-Taste. Machen wir mal jetzt hier eine kleine Räuberleiter. Wir brauchen keine Räuberleiter, wir schaffen das selbstverständlich auch selbst. Okay, also mit Drücken der B-Taste gehen wir in Deckung. Und dann können wir mit dem Cursor, indem ich nämlich jetzt hier hin und her schaue, und zwar so, da könnt ihr ja quasi jetzt einen kleinen weißen Punkt in der Mitte des Bildes sehen. Das ist ja quasi jetzt hier unser Zielpunkt. So, und wenn ich jetzt auf eine Deckung damit ziel und dann mit der A-Taste auswähle, dann kann ich quasi 1:1 von einer Deckung in die zur nächsten springen. Und das ist ziemlich cool. Ich hatte jetzt zum Beispiel befürchtet, dass man jetzt noch mit einer zweiten Taste erst wieder aus dieser Deckung herausgehen muss und von da aus dann erst kurz einen kleinen Sprint einlegen muss. Aber das muss man gar nicht. Das macht Sam Fisher alles automatisch. So, jetzt drücken wir nochmal die A-Taste. Zack. Jetzt geht es in die nächste Deckung. Und jetzt können wir uns aussuchen, wie wir unseren Gegner hier eliminieren wollen. Nicht tödlich oder tödlich. Ich entscheide mich mal für die tödliche Variante, denn ich finde diesen Haken ziemlich cool. Also wollen wir davon nochmal Gebrauch machen. So,
Wir nehmen den linken, unser Kollege nimmt den rechten. Und damit haben wir auch schon unsere ersten Gegner eliminiert. So. Er verblutet. Solange der Funk gestört wird, können wir keine Hilfe anfordern. Ich stabilisiere ihn. Du schaltest den. Gespeichert wird automatisch, das ist auch schon mal gut. Viel Glück. So. Oh Gott, also hier fliegt ja gleich alles in die Luft. Das meine ich ja. Ohne Flugzeuge und Raketen können sie überhaupt nicht kämpfen. Aber sie können sterben wie jeder andere. Also, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns hier nicht irgendwie im Licht bewegen. Jetzt müssen wir schon so ein bisschen verdeckt hier operieren. So. Ja, Herr Kollege. Das war Nummer 1. So, jetzt warten wir ab. Jetzt kommt da hinten, glaube ich, noch einer. Ja. Die haben sich nämlich alle da hinten aufgehalten. So, und jetzt sieht er natürlich, dass sein Kollege hier ausgeschaltet wurde. Ach, das war ein Schritt zu früh. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja. So sollte es eigentlich im Idealfall nicht passieren. Na gut, dann probieren wir das Ganze nochmal. So, nochmal in Deckung. Ja, alle Anfänge schwer. Wie gesagt, das ist schon ewig her, seitdem ich mal ein Splinter Cell gezockt habe. Und diese Schleichshooter einladen natürlich mal was anderes. Also was Nettes, aber wie gesagt, für mich jetzt nichts Gewohntes. Von daher kann es sehr gut passieren, dass ich hier mir den einen oder anderen Fail quasi mehr oder weniger erlaube. Willst du dich selbst in die Luft jagen? Was soll ich denn machen? Bring sie da und da an. Ja, Sir. Danke, Sir. So. Wie geht's Ihnen? Jetzt haben wir unseren Kollegen ausgeschaltet. Ich glaube, da kommt noch einer. Ja, gut, aber das ist natürlich das Tolle. Wir haben immer noch eine kurze Phase von vielleicht 1-2 Sekunden, wo wir noch nicht entdeckt werden. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Da hinten steht einer. Okay. Also da kommen wir jetzt nicht hin, denn wenn wir jetzt ins Licht gehen, dann ist gleich alles verloren. Von daher müssen wir uns jetzt mal alternativ eine kleine Taktik hier überlegen. Ja, komm, wir laufen ja mal hier im Dunkeln erst einmal. Zur Seite lang. Okay, also da hinten stehen natürlich noch welche rum. So. Und die machen natürlich jetzt auch keine Anstalten hierher zu kommen. So Jungs. Da oben drauf liegen. Wir können natürlich jetzt auch einfach eine Waffe zücken. So. Wie gesagt, wie wir am Ende unsere Gegner besiegen, das ist ja,
unsere Entscheidung. Wir können, wie gesagt, die Gegner einfach nur K.O. setzen. So, er guckt natürlich jetzt da, wo wir zuletzt standen. Haben natürlich jetzt die Position gewechselt und das gibt uns die Chance, hier ihn einmal eiskalt zu eliminieren. Wow! Ja. Und das passiert natürlich dann auch ganz schnell. Ja. Da haben sie uns dann quasi überrumpelt. So, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, wir probieren es nochmal. Aber da darf man nicht verzweifeln. Das ist halt die Krux bei so einem Spiel. Da muss man wirklich peinlichst genau drauf achten. Möglichst wirklich ganz vorsichtig vorzugehen, nicht entdeckt zu werden. So, wir verfolgen jetzt aber nochmal unsere Taktik, den Herrn hier vorne gleich einmal auszuschalten. So, jetzt wenn er gleich zur Seite geht, dann können wir ihm quasi einmal folgen. Ja, Sir. Danke, Sir. Oh, und das war knapp. So, ausreichend. Der Typ da hinten arbeitet jetzt quasi immer noch. Der sollte jetzt kein Problem für uns werden. So, wir schauen mal. Dass wir jetzt an die Kollegen hier drankommen. Die werden nämlich jetzt trotzdem da sitzen bleiben. Wahrscheinlich. Hätten wir jetzt also auch schon mal auf eine etwas brutalere Art und Weise quasi jetzt ausgeschaltet, okay. Wenn es jetzt zwischendurch mal ein bisschen still ist und ich nicht ganz so viel rede, dann liegt das einfach daran, dass ich mich jetzt ein bisschen konzentriere. Wie gesagt, das ist jetzt First Look. Ich schaue die gesamten Szenen, die ich jetzt hier sehe, auch zum allerersten Mal. Also, wie gesagt, auch für mich alles neu und ich habe jetzt schon ewig kein Splinter Cell mehr gezockt. Halte ich den auch aus? Ja, komm. Den Spaß gönne ich mir jetzt mal. In der Hoffnung, jetzt hier nicht zu verkacken. Schleichen uns an, auch im Licht. Und gute Nacht, mein Freund. So, ab in Schatten. So. Jetzt mal nicht mit aufs Korn. Das wäre mir zu viel Risiko. Wir schauen jetzt einfach mal, dass wir in die Richtung Störsender kommen. Denn da oben sehe ich ja schon die blaue Markierung. 14 Meter sind es noch bis unserem Ziel. Da hätten wir es dann auch geschafft. Ach, und da ist unser Herr Kollege, dem es nicht mehr ganz so gut ging. Da ist auch schon unsere Unterstützung. Wie geht's ihm? Aber der Herr Kollege hatte ja, glaube ich, noch eine Granate. Also so ganz vertrauenserweckend ist mir die Geschichte jetzt hier nicht. So, da ist auf jeden Fall der Störsender. Stillhalten, ja? Ja, Blacklist. Nicht reden, okay? Charlie, reicht da nicht irgendein Schalter? Stammelt er schon irgendwas von Blacklist? Ja. Was willst du mir sagen?
Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Könnt Blacklist nicht stoppen. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Oh oh. Granate! Jo. Ja, und die Blacklist ist natürlich schon überall in den Nachrichten. Dass unser Hauptziel, also über das gesamte Spiel hinweg, diese aufzuhalten. Ja, und damit hätten wir, glaube ich, das Tutorial schon mal überstanden. Interessante Bilder. Ja, ich bin schon wirklich auf diesen Singleplayer gespannt. Werden die natürlich durchzocken. Ja, wie gesagt, aber primär freue ich mich auf den Online-Part. Und da habe ich noch überhaupt nichts gesehen. Damit Splinter Cell Blacklist. Wie ist die Lage? Paladin One und das Fourth Echelon Team wurden aktiviert. Ja, wäre das natürlich für mich eine komplett neue Impression, ein komplett neuer First Look. Wie gesagt, vom Online-Multiplayer habe ich noch überhaupt nichts wirklich gesehen. Da freue ich mich schon drauf. Wann das soweit sein wird, wie gesagt, das kann ich euch noch nicht genau sagen. Das hängt davon ab, wie das zeitlich bei mir und bei Gortrak LP klappt. Aber wie gesagt, wir haben es uns beide vorgenommen und da freuen wir uns auch beide schon drauf, das Ding mal hier online zu rocken. Und ich werde zwischendurch jetzt immer den Singleplayer erstmal zocken. Und Graham Stott hier hat einen der besten CIA-Agenten für die Missionsunterstützung angeheuert. Ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nochmal das ein oder andere Gameplay-Video für euch bereitstellen. Auch nochmal mit einer Second Cam, um euch das Ganze auch nochmal vom Gamepad aus auszuzeigen, was für Features es alle gibt und wie sich diese alle steuern bzw. handhaben lassen. So, jetzt wird hier gespeichert und auf dem Gamepad sehe ich jetzt nur das Splinter Cell Logo. Und jetzt sind wir hier an Bord des Flugzeugs. Ziemlich cool, oder? Fliegst du zum ersten Mal? Nein. Irgendwas Neues zur Struktur der Engineers? Noch nicht. Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen. Was ist mit den Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut. Mögliche Anschläge. Alle mit Countdown. Wir haben 5 Tage bis Amerikas Konsum. Und die Zeit läuft. So, auch cool, die grüne Lampe leuchtet, das heißt, man kann sie jetzt abschnallen. Flughöhe ist erreicht und... Ja, also für ein Flugzeug schon ziemlich imposant von innen. Modifikationen. Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle, es bietet alles, was du auch am Boden hast. Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit. Tja, wie in der guten alten Zeit. Ein subdermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer. Neben dem Baby sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam. Das glaube ich übrigens. Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein, erklär erst mal alles. Nachrichten- und Internetdatengewinnung, Prognosesoftware, Foto- und Videoforensik. Außerdem noch verdeckter Zugriff auf ausländische Aufklärungssysteme und die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI. Alles in Echtzeit. Ist es das, mit dem du so angibst? Das SMI? Strategic Mission Interface. Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt. Er wird es dir erklären. Das Beste ist, du kannst alles steuern, und zwar von hier oder über dein Opset, wenn du im Einsatz bist. Beeindruckend. Okay, melde dich, wenn du was willst. Ich muss mich um meine Bude kümmern. Danke, Charlie. Okay, das heißt, ja, jetzt können wir uns hier frei bewegen im Flugzeug. So. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier großartig einmal eine Rundtour durchs Flugzeug starten, was haben wir jetzt hier? Den Hauptcomputer. Hey, Sam, hätte ich fast vergessen. Dein Opset. Ah, okay. Und verbessert. Dient als eine Art SMI Lite, wenn du im Einsatz bist.
Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Ja, wollte ich gerade noch den Satz zu Ende bringen. Dann würde ich, glaube ich, nochmal schnell versuchen, hier euch mit auf die erste Mission zu nehmen. Gameplay-technisch mit Sicherheit auch interessant. So, okay. Ja. Bildtechnisch sollte das okay sein. Helligkeit auch, okay. So, und hier haben wir natürlich jetzt unsere, so wie es aussieht, unsere Mission. Da oben das Flugzeug, unser Hauptquartier. So, wahrscheinlich, ich gehe da jetzt einfach mal von aus, nach dem, was ich auch bis jetzt schon so einigermaßen gesehen habe, werden hier nachher die ganzen Missionen platziert sein. So, Benghazi, Libyen, und das ist unsere Mission und auf die begeben wir uns jetzt. Also, fortsetzen. Ja. Briefing starten. Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andrew Cogan. Sagt euch das was? Cogan. Ja, wenn man natürlich jetzt regelmäßig Splinter Cell zockt, dann sollte der Name einem schon etwas sagen. Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA... Ich würde jetzt mal behaupten... Wie gesagt, ich habe zwischendurch... Es gab immer mal den ein oder anderen Splinter Cell Teil, den ich mal angezockt habe, beziehungsweise... etwas länger gezockt war. Ich glaube, es war Chaos Theory. So ganz unbekannt ist mir der Name nicht. Allerdings würde ich jetzt auch nicht behaupten, unbedingt 100% den gleich parat zu haben, um zu wissen, wer das jetzt ganz genau ist. Was machen wir, Sam? So ein kleines Grundwissen ist natürlich schon da, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der ganz große Splinter Cell-Experte. Wir haben jetzt die Entscheidung, auszuwählen, was wir hier machen. Mission starten, Mission anhalten und den Schwierigkeitsgrad haben wir auf normal. Ja. Mission starten. Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß, komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Cobin. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grim. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Ja, ich würde mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg nach Libyen. Cockpit, wir fliegen nach Benghazi. Grimm sagt, dass Cobra. So, Ausrüstung. Keine Toten. Können wir uns aussuchen? Klar. Keine Splittergranaten. So. $70,000 haben wir in unserem Inventar. Jetzt können wir uns verschiedene Utensilien quasi aussuchen, mit denen wir uns, beziehungsweise unser gesamtes Equipment hier bereichern. Wir haben die Möglichkeit, jetzt als allererstes uns die F-40, die F-40, gleich mal zu kaufen. Hat etwas mehr Feuerkraft, etwas mehr Präzision. Ja, machen wir es einfach mal. Kaufen und ausrüsten. Tun wir das doch mal. So, zurück mit B und dann sollte es eigentlich auch gleich losgehen. Das habe ich mir im Vorfeld schon sagen lassen, dass die Ladezeiten etwas langatmig sind. Ich werde es gleich herausfinden mit euch zusammen. Ich weiß es noch nicht. Die ersten Ladezeiten waren eigentlich noch relativ human. Wer Lego City Undercover gezockt hat, wird, glaube ich, was Ladezeiten angeht, sowieso etwas immun sein gegen so etwas, aber nein, Spaß beiseite. Ihr merkt also, es dauert schon ein bisschen. Das ist natürlich jetzt schade.
Denn ich behaupte einfach mal, technisch sollte das machbar sein, dass es nicht ganz so lange dauert. Sowohl vom Arbeitsspeicher her, als auch der LM2-Cage vom CPU ist eigentlich von der Wii U relativ schnell. Würde man das Spiel wahrscheinlich installieren auf einer Festplatte, könnte ich mir vorstellen, dass es sogar vielleicht etwas schneller läuft oder laufen würde. Ja, und er lädt immer noch. Das ist dann doch jetzt schon etwas länger. Aber ja, ich habe ja sonst nichts zu tun, also von daher. Ich hoffe, ihr schlaft jetzt nicht irgendwie ein oder so. Da geht's auch schon los. Gut. Also, in Benghazi, in Libyen. Sam Fisher ist dort, ich bin dort und ich hoffe, ihr seid es auch noch und seid jetzt nicht eingeschlafen wegen der langen Ladezeiten. Also, los geht's. Briggs, hast du Sichtkontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. Ja, Sam Fisher, der sieht schon ziemlich cool aus. Mit Sonnenbrille, ganz lässig. Ich betrete den Platz. Die Milizen blockieren den Vordereingang. Sam, soll ich einen Positionswechsel durchführen und zu dir stoßen? Behalt den Platz von Südwesten her im Auge. Bestätigt. Rücke vor. Okay, jetzt müssen wir uns noch einen anderen, etwas anderen Weg suchen. Okay. Wir sehen ja unsere blaue Zielmarkierung. Noch gut, jetzt 30 Meter. Und dem nähern wir uns nochmal. Toilette, haben Sie eine? In der Gasse. Boah, zur Toilette. Nette Ausrede. So, schließen wir die Tür auch mal. Shukran. Die kleine Spende sollte auch drin sein. So, und da wären wir auch in einer ziemlich abgelegenen Toilette. Negativ. Überall Milizen, Sam. Ich sagte, das würde kein Spaziergang. Jawohl, und da haben wir den mehr als berühmten Anzug von Sam Fisher. So, und ich würde mal behaupten, jetzt kann's losgehen. Bin noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Wir werden so leise wie möglich sein. Ich gehe zum Seiteneingang. So, wir bleiben natürlich jetzt hier in Deckung. Und ja, jetzt müssen wir hier natürlich gleich einmal in die Tür reingehen. Schauen wir mal. Nee, doch noch nicht. Ich sehe gerade die blaue Markierung. Wir werden noch woanders hin müssen. So. Eliminierung, Waffenkills. Ja, okay. Wir schalten ihn im Nachkampf einmal aus. Okay. Wenn wir ihn fragen könnten, wäre er sicher deiner Meinung. Bist du witzig? Wie lange müssen wir draußen warten? So lange, wie es sein muss. Wir bewachen die Ausgänge. Wer Ärger macht, wird sofort erschossen. Keine Fragen. Keine Gefangenen. Viel zu kompliziert. So, okay. Also mit der R-Taste konnten wir jetzt hier quasi zwei unserer Ziele auswählen. Und das finde ich ziemlich cool. War das Gewehr zu schwer? Und mit der X-Taste, zack, zack, eliminiert er gleich mal zwei auf einmal. Das ist ja ziemlich cool gemacht. So, und wir schleichen jetzt hier weiter. Na, Tür auf. Und in Deckung gehen. So, die sehen uns jetzt nicht. Wir schleichen uns jetzt hier mal vorbei. Okay, also. Ich versuche natürlich jetzt hier nicht mehr Aufmerksamkeit zu erregen als nötig. So, man kann natürlich alle Gegner eliminieren, das gibt natürlich wahrscheinlich nochmal extra Punkte. Was blinkt da? Charlie, hab einen USB-Stick gefunden. Ah, einen USB-Stick gefunden. Cool. Okay. Ich suche darauf nach Infos über die Engineers und gebe dir Bescheid. Aber wie gesagt, ich nehme es mir jetzt hier nicht zum Ziel, wirklich jeden zu eliminieren. Du hast mehrere Ziele vor dir. So. Eins auf dem Balkon. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir, dann aus dem Fenster. Da kommt auch schon einer auf uns zu. Gute Arbeit.
Aber nicht lange, Junge. Nicht lange. So. Wir schleichen jetzt immer hier rum. Oh, ich habe mich gerade schon ein bisschen erschrocken. Das war ein Ventilator. Okay. Ich dachte schon, da hätte sich jetzt ein Gegner irgendwie versteckt. Aber dem ist nicht so. So, kommt da jemand? Das ist schon ganz schön knapp gewesen. Hätte auch gut sein können, dass da jetzt jemand um die Ecke kommt. So. Nee, den will ich noch nicht eliminieren. Erstmal will ich mich jetzt hier wirklich vergewissern, dass auch wirklich niemand mehr hier ist. Nicht, dass ich jetzt noch hier irgendeine böse Überraschung oder sowas hier erlebe. So. Also hier ist keiner mehr, das ist schon mal gut. Verdammt. Da hat er die Taste jetzt, beziehungsweise... Dann lauf doch da rein, Junge. So. Erstmal in Deckung gehen. Och, RG. So hätte es, so sollte es natürlich nicht sein. Das hatte ich mir dann doch etwas anders vorgestellt. Okay. Ah, da sind sie auch schon. Da ist der erste. Jetzt sind wahrscheinlich die vom ersten Stock von unten hochgekommen. Na komm rein hier. Ja, komm rein, Junge. Hat er mich natürlich noch gesehen. Boah. Sie werfen hier noch mit Granaten hier. Da ist er. Nimm ihn doch. Boah. Junge, war das knapp. Okay, jetzt wissen sie natürlich, dass ich da bin. Also, groß rumschleichen brauche ich jetzt nicht mehr. Na, treff doch! So, na komm schon. So, den hätten wir jetzt auch schon eliminiert. Gut, okay. Also, ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass er statt an der Wandentdeckung zu gehen, mir da gleich in den ganz großen, den großen Raum hier gerannt ist. Na gut, aber wir haben es überlebt. Von daher halb so wild. So. Dann können wir uns jetzt hier weiter auf den Weg machen. So, klettern. Jo, das tun wir doch. Ja, wie gesagt, ich bin ab und zu ein bisschen angespannt. Ich bin echt, echt konzentriert. Und schaue, dass ich jetzt hier möglichst heil durchkomme. So, mit A können wir das Fenster öffnen. Der Kollege ist jetzt hier ein bisschen irritiert. Na, komm her. Komm ans Fenster, Junge. Ja.
Und? Da machen wir es auch eben so. Okay. Ich habe gehofft, dass er jetzt bis ans Fenster kommt, dass ich ihn quasi da direkt eliminieren kann. Aber den Gefallen hat er mir dann nicht getan. Oh. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Jetzt bin ich aus Versehen auf ZR statt auf R gekommen. Das wollte ich dann nicht ganz so. Komm her. Na komm. Komm aus deiner Jawohl. Also, eigentlich wollte ich nicht ganz den Harakiri-Mode hier starten, indem ich alles mal platt mache. Das war jetzt so nicht geplant. So, wir können natürlich auch hier oben die Lampen quasi deaktivieren, wollte ich gerade sagen, einmal ausschalten, indem wir sie einfach kaputt schießen. Eine Spur von der Kontaktperson. Nicht zu sehen. Verstanden. So, das können wir da hinten auch machen. So. Am besten machen wir die dann auch einmal komplett platt. So. Und da haben wir auch schon einen Kollegen, der jetzt hierher kommt. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt. So, schnell nochmal hier zurücklaufen. Okay. Na, so läuft's aber nicht hier. So nicht, mein Freund. So, jetzt scheinen. Oh. Da ist er! Oh. Das war Reflex, Leute. Das war purer Reflex. Und da scheinen wir auch unsere Zielperson zu haben. Verstanden. Falscher Mann. Du hattest bestätigt, dass oder auch nicht. Ich hatte vermutet, du hast nichts zu vermuten, während ich im Einsatz bin. Sam, was ist los? Deine Kontaktperson hat's erwischt. Weitere Milizen nähern sich. Du musst sofort verschwinden. Okay, alle Optionen, und zwar vorgestern. Sekunde. Oh ja, das ist was für mich. Verbind das Telefon mit dem Offset. Ich hack das Billigteil in 0, nichts. Okay, Charlie, ist verbunden. Okay, ja, ja. Na komm schon, Charlie. Erledigt. Wow, da sind vielleicht abgefahrene Pornos draußen. Richtig. Junge, du sollst dir keine Pornos anschauen. Ich übertrage Ursprungsort aufs Offset. Wow, gar nicht gut. Ist eine Polizeistation. Okay, also es scheint so, als würden wir hier gleich noch ein bisschen Besuch bekommen. Ja, so sieht's auch aus. Transporter setzt Truppen ab. Es sind etwa ein Dutzend. Rücke vor. So, und das gibt uns die Möglichkeit, jetzt hier mal ein bisschen stiften zu gehen. Ich habe eine Blaupause der Polizeistation besorgt. So, ein bisschen nachladen. Haben sie übernommen und befestigt. Negativ. So. Zumindest unsere Spur zu den Hintermännern von Blacklist. Wir gehen nicht ohne ihn. Geh weiter, ich lenke ihr Feuer auf mich. Okay, also wir laufen jetzt mal weiter. Riggs, du kannst nicht alle stoppen. Positionswechsel. Okay. Bestätigt. Ich rücke ab. Da sehen wir also schon einige Gegner. Ja, wir machen es radikal. Das heißt radikal. Ich gehe jetzt auch erstmal in Deckung. Ah, haben wir einen ausgeschaltet? Nein. Aber jetzt. Zieht jetzt auf unsere Position hier. Da, wo bist du? Hallo? Ja, gut.
Na, hat er sich wohl verdünnisiert. Vorsicht, er muss hier irgendwo sein. Na, komm her. So, jetzt hangeln wir uns mal ein bisschen lang. So. Da sehe ich doch auch schon unsere nächste Wegmarkierung. Ich schicke dir eine Abkürzung zur Polizeistation auf dein Offset. Verstanden. Okay, etwas Nachschub. Hangeln wir uns mal hier runter. Und der nette Typ hier sieht uns anscheinend noch nicht, aber jetzt. Aber da kam er zu spät. Ja. Ja, liebe Gamer, das soll es auch erstmal gewesen sein. Ich wollte mal sagen, bevor der Part zu lang wird, das waren so die ersten Impressionen zu Splinter Cell Blacklist. Wie gesagt, ich werde noch ein paar weitere Videos machen, auch nochmal mit einer Kamera, mit einer Bild-in-Bild-Funktion sozusagen, damit ihr auch nochmal nicht nur das Hauptbild seht, sondern auch die Features des Wii U Gamepads. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war zwar nicht immer so, wie ich es mir auch hier erhofft hatte. Es war jetzt nicht so der ganze Stealth-Mode. Nicht schön, aber erfolgreich sozusagen. In diesem Sinne, ich bin raus, ich bin euer Generation Gamer G6 und ja, wünsche euch noch frohes Zocken. Einen schönen Tag. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.